So, heute will ich die Sonne endlich entformen. Die habe ich jetzt auch wieder in mehreren Schichten gemacht. Die Form habe ich bei Heiko gewonnen. Und ja, jetzt klebt sie erstmal auf dem Brettfress. So, bitteschön. Erstmal in der Form. Das ist ja quasi die Rückseite. Ich möchte die dann bei mir auf der Terrasse aufhängen. Und dann schauen wir mal, wie die Rückseite geworden ist. So, dann erst die Form. Die ist natürlich, ja, super. Die hat ordentlich Gewicht. Der Glanz, unwahrscheinlich schön. So, das war ja die gegossene Seite. Und das ist er von der anderen Seite. In der Mitte habe ich mir selber mit dem Knetsilikon so ein Juicy Inlay gemacht und habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Wenn das Wetter hier ein bisschen schöner wird, mache ich auch mal Fotos draußen, wenn die dann auf der Terrasse platziert ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch heute meine schöne Sonne vorstellen. Die habe ich bei Heiko Maschler beim Gewinnspiel erworben. Ich habe mich so darüber gefreut und sie ist toll geworden. Leider nicht so, wie ich dachte. Ich hatte etwas Blattgold und Goldnuggets hier reingetan, die aber leider nach unten gesunken sind. Aber das ist die Vorderseite erstmal. Könnt ihr sehen, habe ich ein bisschen Glitzer mit reingemacht. Orange in der Mitte. Und an Seiten sollte es eigentlich die Strahlen mehr in Gelb sein. Leider ist es dann ein bisschen verlaufen. Aber ich finde sie trotzdem wunderschön. So, dann formen wir sie und die Form ist so schön glänzend. Mal rausmachen jetzt. So. Ey, toll. Kommt schon ganz allein raus. Es geht so leicht. Bin ja ganz gespannt, wie sie dann aussieht. Es war bestimmt nicht meine letzte Form, die ich von Heiko habe. Ich habe ja schon eine gekauft und werde mir demnächst den Drachen gönnen. Den finde ich so toll. Geht so leicht raus und super glänzend. Wunderschön, wie immer. So stabil und also tolle Qualität. So, hier ist er raus. Hier ist die Form, seht ihr? Nichts drin geblieben, gar nichts. Wie neu. So eine tolle Qualität. Kann man wirklich nicht meckern. So schön. So, und jetzt kommt die Sonne. Sehen. Huch. Andersrum. Bin ich selber gespannt. So, das ist die Rückseite. Ach, die sieht auch toll aus. Könnt ihr sehen? Da muss ich noch überlegen, welche Seite ich nehme. Diese kann man ja immer wechseln. Diese Seite oder die andere. Sind sie beide schön. Hier ist so ein bisschen wie Wolken. Ist das hart? So, hier nochmal ein kurzes Video, wie es genau aussieht, wenn sie so liegt. Das ist die, wo ich es reingegossen habe. Diese Seite. Und das ist die andere Seite. So, ich hoffe, sie gefällt euch.